In diesem Video soll es um die zeitliche Entwicklung der Atommodelle gehen und dabei werden wir die wichtigsten Stationen uns anschauen, wobei das Wort wichtig natürlich schon darauf sogar hindeutet, dass es sich dabei um eine subjektive Wahrnehmung handelt. Es gibt nämlich keine objektive Definition davon, was wichtig ist. Wir fangen mehr oder weniger chronologisch an und zwar mit dem Teilchenmodell von Demokrit, was wir auf ungefähr 400 vor Christus datieren. Demokrit war ein griechischer Philosoph, der in der griechischen Region Thrakien gelebt hat. Also der Name Demokrit gelebt hat er ungefähr 460 bis 370 vor Christus, also ist er gut 90 Jahre alt geworden, was für die damalige Zeit auf jeden Fall ein sehr, sehr stolzes Alter war. Wie schon gesagt, ein griechischer Philosoph, der mehrere Schriften verfasste, und zwar über Mathematik, Physik, Astronomie, Medizin und Ethik. Oft wird er der lachende Philosoph genannt. Er soll nämlich gut gelaunt und sehr gelassen gewesen sein. Und wenn man jetzt nach Abbildern von ihm im Internet schaut, findet man meistens Bilder, wo er etwas gruselig lächelt, zumindest empfinde ich das als gruselig und das habe ich auch in dieser Darstellung jetzt übernommen. Was aber viel wichtiger ist, Demokrit gehörte zu dem Lager der Atomisten und was ein Atomist ist, dazu können wir am besten was sagen, wenn wir uns das Teilchenmodell jetzt anschauen. Also in diesem Teilchenmodell besteht Materie aus festen, unteilbaren Teilchen und diese Teilchen werden Atome genannt. Atome kommt aus dem altgriechischen Atomos, das hier ist das gleiche Wort, nur jetzt mit lateinischen Buchstaben und auf altgriechisch bedeutet Atomos so gut wie unteilbar. Die wichtigste Aussage aus diesem Modell ist für mich die folgende. Verschiedene Zusammensetzungen von Atomen ergeben verschiedene Substanzen. Das heißt, Atome sind sowas wie Bausteine und je nachdem, welche Bausteine wir nehmen, werden wir unterschiedliche Stoffe bekommen. Fairerweise muss man sagen, dass die Idee von einer nicht weiter teilbaren Materie nicht von Demokrit selbst stammen kann. Also die Idee, dass Materie aus unteilbaren Teilchen besteht, gab es schon vor Demokrit, das wissen wir. Sein Lehrer auf jeden Fall hat schon sowas wie eine nicht weiter teilbare Materie erwähnt. Außerdem gab es diese Idee vor Demokrit auch schon in Indien. Weshalb wir jetzt aber Demokrit erwähnen, ist zum einen, dass der Name Atom von ihm geprägt wurde. Also wir gehen jetzt davon aus, dass er sich diesen Namen sozusagen ausgedacht hat. Aus heutiger Sicht hätten wir gesagt oder würde man sagen, dass Demokrit eine sehr gute Intuition hatte, denn alle seine Überlegungen waren rein philosophisch. Das bedeutet, er hat jetzt sich Gedanken dazu gemacht, hat aber jetzt keine Experimente, durchgeführt, die jetzt für seine Theorie sprechen würde. Demokrit taucht dennoch in solchen Auflistungen immer wieder auf und meiner Meinung nach ist der Grund der folgende. Der Begriff Atom wurde um 1800 von Chemikerinnen und Chemikern übernommen, da sich Atome mit chemischen Verfahren nicht teilen lassen. Also man hat Ende des 18. Jahrhunderts chemische Experimente durchgeführt, die darauf hindeuten, dass es sowas wie eine nicht weiter unterteilbare Materie gibt. Und dann hat man festgestellt, das passt sehr gut zu diesen Gedanken von Demokrit und da hat man den Namen Atom übernommen und das ist auch der Hauptgrund, weshalb wir hier von Demokrit sprechen. Es war aber auch nicht so, dass zu seiner Zeit alle an die Idee von Atomen geglaubt haben. Es gab auch Philosophen, die der Meinung waren, dass man Materie durchaus immer weiter teilen kann. Also man könnte sich vorstellen, dass man jetzt einen Apfel hat, den halbiert man, dann halbiert man die Hälfte, dann halbiert man den Viertel und so weiter und so weiter. Und es gab auch Menschen, die der Meinung waren, dass man diesen Prozess immer weiter fortsetzen kann.
Und diese sind dann von der Idee einer kontinuierlichen Materie ausgegangen. Zu damaliger Zeit ließ sich aber nicht entscheiden, welcher der beiden Überlegungen die richtige war. Bei der zweiten Station machen wir einen etwas größeren zeitlichen Sprung und landen in dem Jahr 1803, dem Geburtsjahr des Daltonschen Modells. Das Daltonsche Modell ist nach diesem Herrn benannt, nach dem Herrn John Dalton. John Dalton lebte von 1766 bis 1844 und war ein britischer Naturwissenschaftler und Lehrer. Wenn man sich jetzt das Jahr anschaut, könnte man jetzt auf die Idee kommen, dass ungefähr 2500 Jahre sich nichts in der Naturwissenschaft getan hat, was die Atomvorstellung angeht. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Weshalb jetzt aber keine anderen Stationen hier auftauchen, ist der folgende Grund. Das Daltonsche Modell beruht nämlich auf Beobachtungen, die man in Chemie gemacht hat. Wie schon erwähnt, hat sich Chemie Ende des 17. Jahrhunderts rasant entwickelt. Der Grund war wahrscheinlich unter anderem der technologische Fortschritt. Plötzlich waren wir in der Lage, Stoffe so zu trennen oder Substanzen so zu trennen, dass wir Elemente in mehr oder weniger reinen Form herstellen konnten. Und die könnte man miteinander reagieren lassen. Und was man dabei noch gebraucht hat, waren präzise Waagen, sodass man auch das Gewicht oder aus physikalischer Sicht besser gesagt die Masse der Zutaten bzw. Endprodukte gut bestimmen konnte. Das Daltonsche Modell kann man dabei auf ein paar Aussagen zusammenfassen. Und zwar die erste Aussage, die ist mehr oder weniger die gleiche wie schon bei Demokrit. Und zwar, jeder Stoff besteht aus Atomen und diese sind feste, nicht weiter teilbaren Kugeln. Die zweite Aussage ist dann, alle Atome des gleichen Stoffes haben die gleiche Masse und das gleiche Volumen. Atome unterschiedlicher Elemente unterscheiden sich durch ihre Masse und ihre Volumina. Ich kann mir gut vorstellen, dass man zu diesem Schluss folgend kommt, wenn man zum Beispiel Wasserstoff und Sauerstoff betrachtet, stellt man fest, dass sie zusammen zu Wasser reagieren. Und um 18 Gramm Wasser herzustellen, braucht man 2 Gramm Wasserstoff und 16 Gramm Sauerstoff. Und so kommt man wahrscheinlich dazu, dass diese Atome alle gleiche Eigenschaften haben. Und da man jetzt verschieden viel davon braucht, um einen Stoff herzustellen, kommt man zwangsläufig dazu, dass diese Massen unterschiedlich sein müssen. So, nächste Aussage, Atome sind unzerstörbar, sie lassen sich nicht durch chemische Verfahren erzeugen und weder erzeugen noch vernichten. Und auch das erscheint sehr logisch, wenn man jetzt chemische Reaktionen sich anschaut, kann es natürlich sein, dass die Stoffe ihren Aggregatzustand ändern, aber es passiert ja nicht, dass Atome vernichtet werden, geschweige denn, dass durch das Vermischen zweier Substanzen Atome dazukommen. So, und dann die letzte Aussage. Bei chemischen Reaktionen werden Atome der Ausgangsstoffe neu eingeordnet. Die Verbindungen erfolgen nach bestimmten Verhältnissen. Wie schon gesagt, zwei Teile Wasserstoff plus ein Teil Sauerstoff ergibt an dieser Stelle ein Teil Wasser. Das ist jetzt mehr oder weniger das, was mit diesem Satz gemeint ist. Aus heutiger Sicht wissen wir natürlich etwas mehr. Also wir wissen zum Beispiel, dass die Atome sich im gewissen Sinne weiter aufteilen lassen. Der Grund ist, die haben ja selber noch Bestandteile, wie zum Beispiel den Atomkern und die Elektronen um den Kern herum.
Die Aussage aber, dass sie nicht weiter teilbar sind, ist in dem Sinne nicht ganz falsch. Aus chemischer Sicht stimmt es. Ne? Wenn man jetzt Atome weiter unterteilen würde, würde es aus physikalischer Sicht zwar gehen, aber diese Teilchen würden ihre chemischen Eigenschaften verlieren. Und fairerweise muss man auch noch sagen, dass auch diese Aussage nicht ganz richtig ist. Wir wissen mittlerweile, dass es durchaus möglich ist, Materie zu zerstören bzw. in Energie umzuwandeln. Das passiert ja die ganze Zeit in der Sonne. Bzw. die Umkehrung ist auch möglich. Man kann aus Energie auch Materie erschaffen, sodass aus physikalischer Sicht diese Aussage auch nicht mehr richtig ist, aus chemischer Sicht aber durchaus. Sodass wir sagen können, es handelt sich hier um eine zur damaligen Zeit wissenschaftlich fundierte Theorie. Nun lassen wir ungefähr 100 Jahre vergehen und kommen zu dem Thomson'schen Atommodell. Das Thomson'sche Atommodell ist nach diesem Herrn benannt. So, dabei handelt es sich um Sir Joseph John Thomson, der von 1856 bis 1940 gelebt hat. J.J. Thomson, wie er oft genannt wird, ist ein britischer Physiker, Nobelpreisträger für Physik aus dem Jahr 1906. Und er gilt als einer der Mitentdecker des Elektrons im Jahre 1897. Im selben Jahr wurde das Elektron unabhängig von ihm von dem deutschen Physiker Emil Wichert entdeckt. So ganz nebenbei finde ich das sehr erwähnenswert, wie spät wir das Elektron entdeckt haben. Das ist ja 123 Jahre her. So, bei dem Thomson'schen Modell wurde das Dalton'sche Modell mehr oder weniger erweitert. Und zwar kennen wir jetzt die Elektronen und müssen irgendwie zu dem elektrisch neutral geladenen Atomen kommen. Und deshalb ist die Aussage, Atome bestehen aus einer positiv geladenen Masse, in der sich Elektronen frei bewegen. Ja, wir haben was Positives und was Negatives. Damit sind die Atome elektrisch neutral. Die positive Ladung der Atommasse, sage ich mal, gleicht sich mit der negativen Ladung der Elektronen aus. Und die müssen sich ja frei bewegen, weil wir die aus den Atomen, die Elektronen sind in der Lage, die Atome zu verlassen, also müssen sie auch in der Lage sein, sich frei zu bewegen. So, gerne wieder so dargestellt, eine große Kugel für ein Atom und das ist dann die positiv geladene Masse. Und dann kommen so kleine Kugelchen und diese sind halt die Elektronen, die negativ geladenen Teilchen. Genau, dann notieren wir noch diesen Satz. Die positive und die negative Ladung gleicht sich in Atomen aus. Diese Darstellung hier, eine Masse mit Kugelchen drin, erinnert an etwas aus dem Alltag und deshalb wird das Thomson'sche Atommodell gerne als das Rosinenkuchen Modell genannt, mit einem Atom als einen Kuchen und den Elektronen als kleine Rosinen. Die nächste Station zeigt, dass die Entwicklung des Atommodells nicht nur eine rein europäische Sache war. Ein Jahr nach dem Thomson'schen Modell gab es das sogenannte Saturn-Modell von Nagaoka Hantaro. So, der Mensch sah ungefähr so aus. Nagaoka Hantaro hat von 1865 bis 1950 gelebt. Es war ein japanischer Physiker und er gehört zu den Pionieren der Physik in Japan. Also er hat wirklich in Japan gelebt und geforscht. Und sein Modell wurde von den Ringen des Planeten Saturn inspiriert. Und zwar hat er sich Folgendes vorgestellt. Ein positiv geladener Atomkern wird von Elektronen umkreist
Und das ist jetzt eine Vorstellung, die, glaube ich, ganz viele von uns haben. Eine positiv geladene Kugel wie ein Planet oder Sonne und die Elektronen, die sich auf einer Umlaufbahn um den Atomkern bewegen. Also wenn das jetzt die Sonne ist, dann werden die Elektronen sowas wie ein, die werden ja sowas wie Planeten. Deshalb spricht man auch oft von einem planetaren Modell. So, wie gesagt, wurde das Modell von den Saturnringen inspiriert. Die zeitlichen Sprünge bleiben so kurz. Wir landen jetzt in dem Jahr 1911 bei dem Rutherfordschen Atommodell, benannt nach dem Herrn Ernest Rutherford. Ernest Rutherford lebte von 1871 bis 1937 und er war ein neuseeländischer Physiker, hat auch einen Nobelpreis bekommen, aber nicht für Physik, sondern für Chemie. Und das im Jahre 1908. So, jetzt kommen wir zu den wichtigsten Aussagen bei dem Rutherfordschen Atommodell. So, die erste Aussage: Atome bestehen aus einem positiv geladenen Atomkern, der von einer negativ geladenen Atomhülle umgeben ist. Die Elektronen sind ungeordnet in der Atomhülle verteilt. Also diese Aussage ist so ähnlich wie das Saturnmodell, was wir uns gerade angeguckt haben. Jetzt kommen aber zwei Aussagen, die sehr, sehr spannend sind. Die erste: Der Atomkernradius ist 3000 mal kleiner als der Atomradius. Also das muss man sich wirklich dreimal angucken. Der Radius eines Atomkerns ist 3000 mal kleiner als der Atomradius. Ja, also wenn ein Atom einen Radius von 3 Kilometern hätte, wäre der Atomkern 1 Meter groß. Unglaublich klein. So, und die nächste Aussage: Der Atomkern ist äußerst kompakt, fast die gesamte Masse eines Atoms befindet sich in dem Atomkern. Nochmal, obwohl der Atomkern viel, viel kleiner ist, also sehr, sehr viel kleiner ist, befindet sich fast die gesamte Masse eines Atoms in dem Atomkern. Das bedeutet, die Dichte eines Atomkerns ist unvorstellbar groß. So, und die letzte Aussage, die bezieht sich auf die elektrische Neutralität eines Atoms. Die Anzahl der Elektronen entspricht der Kernladungszahl. Damit kann man sicherstellen, dass Atome elektrisch neutral sind. Die Ladung des Atomkerns wird durch die Anzahl der Elektronen dann ausgeglichen. Wie man zu dieser Aussage kommt, werden wir uns in einem weiteren Video anschauen und gucken, wie das Experiment aufgebaut wurde, sodass man zu diesen Ergebnissen kommt. Am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in der Physik sehr, sehr viele neue Entdeckungen. Um jetzt ein paar zu nennen: Es wurde die Relativitätstheorie entwickelt, man hat die Radioaktivität entdeckt und so langsam kam man auf die Idee der Quantenmechanik. Und das nächste Atommodell, das wir uns anschauen werden, hat auch etwas mit der Quantenmechanik zu tun. Es handelt sich um das Bohrsche Atommodell aus dem Jahr 1913. Und wie ihr es schon wahrscheinlich vermutet, benannt wurde das Modell nach Herrn Bohr. Herr Bohr heißt Niels mit Vornamen, lebte von 1885 bis 1962. Es war ein dänischer Physiker und auch ein Nobelpreisträger für Physik aus dem Jahr 1922. So, was ist nun das Besondere bei dem Bohrschen Atommodell? Wenn wir das jetzt so ein bisschen Revue passieren, wir können bereits beschreiben, warum bei chemischen Reaktionen die Stoffe in einem bestimmten Verhältnis miteinander reagieren. Wir haben das neu entdeckte Elektron in die Atommodelle eingearbeitet. Und wir können sogar etwas über die Größe des Atomkerns sagen und auch über die Massenverteilung in einem Atom. Man hat ja nun mit verschiedenen Stoffen experimentiert und
bei einem Experiment Folgendes festgestellt. Also man hat in ein Glasrohr etwas Wasserstoff eingeführt und an beiden Enden des Glasrohrs eine Spannung angeschlossen, sodass man jetzt durch den Wasserstoffgas elektrischen Strom geleitet hat. Und dann hat man festgestellt, das Gas fängt an zu leuchten. Und wenn man das Licht untersucht und zum Beispiel durch ein Prisma schickt, stellt man fest, dass das Licht jetzt nicht wie bei dem Sonnenlicht aus ganz, ganz vielen Farben wie in dem Regenbogen besteht, sondern aus ganz, ganz wenigen. Also man hat nur ganz, ganz dünne Linien gefunden und man könnte das mit den Atommodellen aus zu dieser damaligen Zeit nicht erklären. Und kommen wir aber zuerst zu den Aussagen aus dem Bohrschen Atommodell. Also wir haben Elektronen, die den Atomkern umkreisen, also so ein bisschen wie bei dem Saturn-Modell. Es sind nur Umlaufbahnen mit bestimmten Radien möglich. Und warum es so ist, sagt der nächste Satz. Die Radien der Umlaufbahnen hängen von den Energieniveaus der jeweiligen Elektronen ab. Und was man jetzt mit den Energieniveaus meint, ein Elektron kann durch die Aufnahme, und da wäre ein Fachwort dafür die Absorption oder Abgabe, wieder ein Fachwort Emission von Energie in Form vom Licht, sein Energieniveau ändern. Und damit ändert sich sein Bahnradius. Also man kann sich das so vorstellen, wenn ein Elektron den Atomkern umkreist, gibt es eine bestimmte Umlaufbahn, die man sagt erlaubt ist. Und wenn wir dem Elektron Energie hinzufügen, in der Form vom Licht, kann er, wenn die Energie es erlaubt, sich auf einem größeren, auf einer längeren Umlaufbahn mit einem größeren Radius sich bewegen. Dann passiert aber Folgendes, das Elektron möchte es eigentlich gar nicht und möchte in einen sogenannten Grundzustand übergehen, also es möchte möglichst wenig Energie haben und würde gerne sich auf einen kleineren Radius bewegen und dann muss die Energie abgegeben werden. Und die Energie wird dann in Form von Licht abgegeben. Und da es jetzt nur bestimmte Radien möglich sind, können auch nur bestimmte Energien abgegeben werden. Und das bedeutet, es kann Licht mit einer bestimmten Wellenlänge emittiert werden. Und so hat man das sogenannte Farbspektrum des Wasserstoffatoms erklärt. So, wenn wir jetzt von einem Energieniveau in das andere übergehen, spricht man auch von einem Quantensprung. Das Wort Quantensprung hat sogar in das normale Sprachgebrauch geschafft. Lustigerweise wird es umgangssprachlich dann verwendet, wenn wir etwas Größeres geschafft haben, also sozusagen Äquivalent von einem Meilenstein und so weiter. Aus physikalischer Sicht ist es so ein bisschen ungünstig gewählt, weil ein Quantensprung die kleinstmögliche Energieänderung eines Elektrons sein kann, also etwas an sich ziemlich Kleines. Also eine kleine Änderung kann es bei einem Wasserstoffatom eigentlich nicht geben als ein Quantensprung. So, nichtsdestotrotz ist das Bohrsche Atommodell das erste anerkannte Atommodell, das quantenmechanische Elemente beinhaltet. Die letzte Station ist mehr oder weniger ein Ausblick. Es handelte sich um das Orbitalmodell von 1928. Man kann es nicht im vollen Umfang behandeln. Dazu reichen unsere mathematischen Fähigkeiten, die wir in der Schule erwerben, einfach nicht aus.
Also das Orbitalmodell ist jetzt nicht nach bestimmten Personen benannt. Dennoch würde ich gerne drei Personen nennen, und zwar einmal den Erwin Schrödinger. Es ist ein österreichischer Physiker, der von 1887 bis 1961 gelebt hat. Er gilt als einer der Mitbegründer der Quantenmechanik, und für seine Leistungen hat er auch einen Nobelpreis für Physik im Jahre 1933 bekommen. Den Nobelpreis hat er zusammen mit Paul Dirac bekommen. Paul Dirac ist ein britischer Physiker gewesen, der von 1902 bis 1884 gelebt hat. Auch er gilt als Mitbegründer der Quantenmechanik, und wie schon gesagt, hat er zusammen mit Schrödinger einen Nobelpreis für Physik bekommen. Und die dritte Person, die ich hier nennen möchte, ist Werner Heisenberg, der von 1901 bis 1967 gelebt hat. Es ist ein deutscher Physiker gewesen, und er gab die erste mathematische Formulierung der Quantenmechanik. Und für seine Leistungen hat er sogar ein Jahr vor Dirac und Schrödinger den Nobelpreis für Physik bekommen. So, bei dem Modell geht es, wie schon der Name sagt, geht es um Orbitale. Also ein Atom besteht aus einem Atomkern, der von Elektronen auf Orbitalen umgeben ist. Und da fragt man sich natürlich, was ist jetzt ein Orbital? Ein Orbital entspricht der räumlichen Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons. Und das ist unglaublich spannend aus physikalischer Sicht, weil plötzlich spielt die Wahrscheinlichkeitsrechnung in Physik eine Rolle. Und wir können jetzt keine genauen Aussagen mehr sagen, wo sich jetzt ein Elektron befindet. Wir können jetzt nur für einen bestimmten Bereich eine Wahrscheinlichkeit angeben. Und das klingt eigentlich sehr unintuitiv. Tatsächlich ist es so, dass egal wie genau wir messen, können wir nur von Wahrscheinlichkeit sprechen und können uns an vielen Stellen überhaupt nicht mehr sicher sein. Eine Tatsache, die viele Menschen vor allem am Anfang des Physikstudiums nicht so gut verkraften. So, Orbitale werden von sogenannten Quantenzahlen beschrieben. Also man versucht, diese abstrakten Dinge irgendwie zu qualifizieren und nach Eigenschaften zu sortieren. Und diese Eigenschaften werden dann in die Quantenzahlen übersetzt. Das hat viele Vorteile. Und zwar, auf einem Orbital können sich gleichzeitig höchstens zwei Elektronen befinden, die dann unterschiedliche Spins haben. Und dann heißt es dann eigentlich nur Folgendes: Wenn wir jetzt ein Orbital haben, das von drei Quantenzahlen beschrieben ist, und dann nimmt man noch eine vierte Zahl, die beschreibt den Spin eines Elektrons. Dann wird ein Elektron von drei Zahlen beschrieben. Die drei kommen erstmal daher, auf welchem Orbital wir uns befinden. Also man könnte sagen, so ein bisschen so wie eine Postleitzahl. Und plus den Spin ergibt sozusagen vier Ziffern oder vier Zahlen, die dann in einer Reihe geschrieben werden. Und eine Aussage der Quantenmechanik ist, in einem Atom können nicht zwei Elektronen gleichzeitig alle vier Zahlen gleich haben. Und das ist eine sehr genaue Beschreibung der Atomhülle. So, jetzt die mathematische Sicht des Ganzen. Ein Orbital entspricht einer stationären Lösung der Schrödinger-Gleichung. Und bei der Schrödinger-Gleichung handelt es sich um eine quantenmechanische Wellengleichung. So, die Schrödinger-Gleichung ist keine gewöhnliche Gleichung, so wie wir das aus dem Mathematikunterricht kennen. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Differentialgleichung. Und um diese zu verstehen, müssen wir erstmal wissen, was ein Differential ist. In dem Schulunterricht hat es etwas mit Ableiten und Integrieren zu tun. Und das Besondere bei dieser Gleichung ist, man sucht jetzt nicht nach Zahlen, die diese Gleichung lösen, sondern nach Funktionen. Und das ist auch der Grund, weshalb wir uns in dem Oberstufenunterricht in Mathematik sehr viel mit Funktionen beschäftigen, zumindest aus der physikalischen Sicht, weil Funktionen in der Physik plötzlich eine große Rolle spielen.
Und auch hier Wahrscheinlichkeit, also Funktionen, Wahrscheinlichkeiten, ein sehr, sehr großes Thema. Und die Wellengleichung spielt da eine große Rolle. Plötzlich sind die Teilchen weniger interessant und es geht um Welleneigenschaften von Elektronen. Und das ist auch der Grund, weshalb die Behandlung von mechanischen und elektromagnetischen Wellen vor allem in den Oberstufenphysikunterricht auch so eine große Rolle spielt. Also alles, was wir eigentlich in der Schule in Physik und Mathematik machen, ist mehr oder weniger, wir sammeln Werkzeuge, damit wir später dem Beruf nachgehen wollen, damit wir später als Physiker die Chance haben, uns mit der Quantenmechanik vernünftig zu befassen. Die Quantenmechanik bzw. das Orbitalmodell gibt es schon seit einigen Jahren und es haben sich einige Menschen Gedanken darüber gemacht, wie könnte man das didaktisch so aufbereiten, dass man das in der Schule auch unterrichten kann. Und man hat sozusagen aus dem Orbitalmodell so eine Light-Variante gemacht und man spricht dann vom Schalenmodell. Das ist etwas, was auch im Chemieunterricht behandelt wird. Dann sagt man, dass sich auf der ersten Schale höchstens 2 Elektronen befinden können, auf der zweiten höchstens 8, auf der dritten höchstens 18, auf der vierten weiß ich das gerade nicht auswendig. Und da gab es noch eine Zusatzregel. Auf der letzten Schale können wir höchstens 8 Elektronen haben und so weiter. Das ist sozusagen eine Vereinfachung von diesem Orbitalmodell. Und ein paar Elemente der Quantenmechanik werden auch in der Physik der Oberstufe durchaus behandelt.